Falls ihr gerade auch dabei seid, euch durch Space Marine 2 durchzuhaken, dann ist dieses Video wahrscheinlich genau richtig für euch. Ich habe über 10 neue Tipps dabei und das baut auf mein Video auf, das ich bereits schon veröffentlicht habe. Falls ihr das verpasst habt, schaut dort gerne vorbei für die wichtigsten Tipps für den Einstieg. Heute gehen wir eher die fortgeschritteneren Tipps an. Bevor wir damit beginnen, kurz einfach die Info, falls ihr Space Marine 2 noch gar nicht habt. Checkt gerne Green Man Gaming aus. Ich habe es unten in der Videobeschreibung und in der Kommentarspalte mit drin. Da könnt ihr auch gleichzeitig den Kanal supporten, indem ihr dort das holt. Da gibt es eine 13% Rabattaktion. Ich habe da selber schon meine Keys gekauft für verschiedene Spiele und kann es einfach nur weiterempfehlen. Jetzt geht's aber los mit dem ersten Tipp. Da sprechen wir zuallererst über das Parieren bzw. die Parade. Man hat im Nahkampf die Möglichkeit, eine perfekte Parade zu machen, also perfekt quasi einen Angriff zu parieren. Und ihr habt ja auch die Möglichkeit zu parieren, beziehungsweise auch einen Angriff einfach von euch abzuweisen, wenn ihr normale Angriffe seht und dann einfach zur rechten Zeit den rechten Button drückt. Ihr müsst nicht darauf warten, dass die Monster so ein türkisenes Kreissymbol haben oder ein orangenes. Es ist sogar meistens, wie ich gemerkt habe, eher empfehlenswert, erstmal zu schauen, welche Monster gerade am Angreifen sind und dann doch eher auf Parieren zu setzen. Denn so könnt ihr eventuell Gegner direkt gleich töten mit diesem Parieren. Hier müsst ihr allerdings auch noch eine wichtige Sache beachten. Es gibt bei den Nahkampfwaffen 3 unterschiedliche Eigenschaften und jede Waffe hat in irgendeiner Version, in irgendeiner Seltenheit, in irgendeiner Variante die Fähigkeit blocken, ausgewogen oder fechten. Hier solltet ihr unbedingt drauf achten, denn das hat eine große Auswirkung darauf, wie ihr im Nahkampf unterwegs seid. Wenn ihr Fechten habt, habt ihr die größte Chance, das längste Zeitfenster für eine perfekte Parade. Bei Ausgewogen ist es so ein mittleres Zeitfenster und beim Blocken habt ihr gar kein Zeitfenster für eine perfekte Parade. Wenn ihr also eher in Monstermassen unterwegs seid und ja einfach versuchen wollt, den Schaden von euch abzulenken, dann würde ich euch empfehlen, auf eine Waffe zu setzen, die Fechten als Eigenschaft hat und nicht Blocken, denn dann habt ihr gar keine Chance auf eine perfekte Parade. In diesem Sinne gehen wir weiter zum zweiten Tipp, nämlich die grünen Sporen. Es gibt ja manchmal die Viecher, die euch von weitem grüne Sporen irgendwo auf den Boden schießen und die wuchern dann. Ihr solltet diese Sporen schnellstmöglich zerschießen, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn die schon gewachsen sind. Denn ihr solltet trotzdem schauen, auf dem Boden seht ihr immer noch diese Spore, die diese Hecke hat wachsen lassen. Und da müsst ihr einfach draufballern, dann ist diese Hecke weg. Dritter Tipp hört sich vielleicht selbstverständlich an, aber ich bin jetzt mittlerweile wirklich viel mit Randoms auch im Multiplayer PvE unterwegs gewesen und habe immer wieder festgestellt, die meisten laufen einfach straight durch die Level durch und versuchen so schnell wie möglich zum nächsten gelben Sammelpunkt zu kommen. Es lohnt sich aber viel mehr, die Umgebung abzusuchen. Es ist so wertvoll, die Gensaat zum Beispiel zu finden, die Reliquien, damit man sich wiederbeleben kann, oder eben auch Rüstungsboosts und Munition. Das sind alles ganz wichtige Sachen, die in den höheren Schwierigkeitsgraden wirklich Mangelware werden. Und natürlich habt ihr auch die Chance, einen Servoschädel zu finden. Und wenn ihr die härteren Schwierigkeitsgrade macht, dann seid ihr sehr froh, wenn ihr so einen Servoschädel findet. Der vierte Tipp ist, dass ihr gefundene Gegenstände auch für andere Spieler markieren könnt. Am Computer, am PC, bei mir ist es standardmäßig die T-Taste, mit der ihr das tun könnt. Da geht ihr mit dem Fadenkreuz auf die gefundenen Sachen, drückt die T-Taste und dann sagt euer Charakter etwas zu den anderen Mitspielern und markiert das für die anderen Mitspieler, wo sich dieser Gegenstand befindet. Und hier würde ich euch auch ans Herz legen, auf die Lebenspunkte zu achten, die ihr ja im Menü sehen könnt von euren Mitspielern. Wenn ihr also wirklich volle Lebenspunkte habt und ihr findet ein Medikit, dann gibt es Medikit doch gerne an den Mitspieler, damit der überleben kann und ihr nicht dann in Schwierigkeiten geratet. Denn letztendlich ist es im PvE ein Teamspiel und wenn ihr da gut zusammenhaltet, werdet ihr auch durch die Mission kommen. Der nächste Tipp bezieht sich auf die höheren Schwierigkeitsgrade, über die wir auch schon teilweise ein bisschen gesprochen haben jetzt im Video.
Wenn ihr mehr Erfahrungspunkte bekommen möchtet, wechselt natürlich auf die höheren Schwierigkeitsgrade. Ihr solltet aber darauf achten, was die Empfehlung im Bildschirm hergibt. Ihr könnt ja das an dem Terminal ändern, welchen Schwierigkeitsgrad ihr wählen möchtet. Das ist links oben im Eck. Beim PC drückt ihr da, glaube ich, die R-Taste, wenn ich mich recht erinnere. Und da könnt ihr dann auswählen, da steht dann eine Level-Empfehlung für Level 1, Level 5, Level 10 und das andere weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall solltet ihr da so in etwa in diesem Bereich sein, um diesen Schwierigkeitsgrad zu machen. Ich habe auch schon mit Level 1 in dem dritthöchsten gespielt und das war nicht so schön. Auf jeden Fall könnt ihr das natürlich machen, weil die Erfahrungspunkte, die ihr bekommt, sind deutlich höher. Aber ihr solltet halt auch bereit dafür sein. Das heißt, die Waffen relativ gut an dem Stand haben, den ihr haben solltet für diesen Schwierigkeitsgrad und euer Level sollte auch etwa dementsprechend. Nicht, dass ihr da für die anderen Mitglieder, die in dem Team sind, eine mega Belastung seid und die ganze Mission fehlschlägt, nur weil ihr euren Charakter nicht ausgebaut habt und XP abfarmen wolltet sozusagen. Deshalb immer da vielleicht auch noch ein Auge drauf werfen. Als nächstes kommen wir auf die Waffenstufen zu sprechen. Ihr kriegt ja Erfahrungspunkte für die Waffen, die ihr im Kampf dabei habt bei den Missionen. Wenn ihr an einem Terminal mitten in der Mission auch nochmal das Waffenset wechselt und andere Waffen mitnehmt, dann teilt sich die Erfahrung, die ihr bekommt am Ende von der Mission, auch auf diese unterschiedlichen Waffen auf. Da profitieren quasi alle davon ein bisschen, die ihr im Kampf dabei gehabt habt. Aber hier auch nochmal wirklich Achtung. Schaut darauf, dass ihr auch mal andere Waffen mitnehmt, besonders wenn es nicht freigeschaltet ist mit einer höheren Seltenheit bei euch, weil ihr zum Beispiel dieses Datenfragment noch nicht habt und dann einfach der Erfahrungspunkte-Balken voll ist bei euren Waffen, die ihr meistens schon benutzt, dann macht ihr nämlich die Mission, was euer Waffenlevel angeht, eigentlich völlig umsonst. Versucht dann vielleicht doch lieber eine Waffe mitzunehmen, die ihr bisher gemieden habt, damit ihr da Waffen-EP bekommt, auch für diese Mission und für diese Waffe. Und ansonsten natürlich schauen, dass ihr so schnell wie möglich die neue Seltenheit freischaltet. Des Weiteren könnt ihr in diesem Game euren Granatenwurf abbrechen. Das heißt, wenn ihr die Granate quasi schon in der Hand habt und eigentlich werfen wolltet, dann hat sich aber doch irgendwas ergeben und ihr habt eure Meinung geändert, dann könnt ihr über den Waffenwechsel-Button die Granate wieder wegstecken. Also ihr müsst die dann nicht unbedingt werfen, wenn ihr sie sparen möchtet. Als nächstes möchte ich euch den Hinweis geben, dass quasi dieses Parieren, über das wir am Anfang gesprochen haben, teilweise wichtiger sein kann und sinnvoller sein kann als Angreifen mit der Nahkampfwaffe. Ihr solltet mal beobachten, wie viel Damage ihr austeilt, wenn ihr dieses Parieren benutzt und wie viel Damage und wie viel Erfolge einfach im Nahkampf habt, wenn ihr direkt attackiert, besonders wenn viele Feinde direkt um euch herum sind. Da kann es tatsächlich sein, dass sich das Parieren deutlich mehr lohnt, weil ihr sonst einfach zu viel Schaden fresst, wenn ihr im Berserker-Modus unterwegs seid und einfach durch die Gegend hackt. Ja? Hier ist es auch noch zu empfehlen, dass ihr auf die Waffenkombination achtet. Das heißt, lange drücken oder kurz drücken ist ja ein Unterschied und die Abfolge von diesen Button drücken auch ist halt einfach ein Unterschied, wie ihr angreift. Manchmal habt ihr einen Flächenangriff dabei bei eurer Nahkampfwaffe, zum Beispiel beim Kettenschwert oder beim Donnerhammer. Gibt es da krasse Unterschiede, wie ihr im Nahkampf erfolgreich um euch schlagen könnt. Den nächsten Tipp, den wiederhole ich nochmal vom letzten Video, weil er einfach so wichtig ist. Die Großen zuerst. Also wenn ihr die Tyranniden seht und die Größeren von denen, haut die weg, so schnell es geht, weil der ganze Schwarm daneben oder drumherum verliert automatisch die Kontrolle und da brennen die Synapsen durch und dann sind die einfach auch platt. Als nächstes noch was ich mir vorstellen könnte, dass es der ein oder andere übersehen hat, nämlich die Datenpads, die ihr findet in den Levels, da wird ja sofort die Audiodatei abgespielt und meistens quatschen dann die Charaktere irgendwie irgendwas dazwischen und ihr könnt das Datenpad gar nicht anhören, obwohl es euch vielleicht interessiert. Ihr könnt da ruhigen Gewissens einfach mit der Taste das Datenpad und die Audioaufnahme quasi wegdrücken und dann einfach in der Rüstkammer, neben der Rüstkammer rechts, gibt es einen Computer, dort könnt ihr hingehen und da findet ihr eine Übersicht von allen Datenpads, die ihr gefunden habt bereits, wie viele euch noch wo fehlen und ihr könnt die gefundenen Datenpads in aller Ruhe anhören, wenn ihr das möchtet. Ich fand das sehr gut und sehr erfreulich, weil ich doch viel verpasst habe, was diese Audiologs angeht. Wie es bei den Konsolenspielern unter euch aussieht, kann ich euch nicht sagen. Ich zumindest bei mir am PC habe bemerkt, dass ich einfach dazu neige, eine Richtungstaste zu drücken,
drücken und dann die Space-Taste zu drücken, um ein Ausweichmanöver zu machen. Ich würde euch mal raten, auszuprobieren, ohne eine Richtungstaste einfach die Space-Taste zu drücken, und ihr werdet sehen, ihr werdet automatisch nach hinten ausweichen, und ich habe das Gefühl, dass das weitaus schneller vonstatten geht, als aus die Richtungstaste zu drücken und dann die Space-Taste zu drücken. Also probiert das vielleicht mal aus, ohne Richtungstaste einfach mal so. Vielleicht könnt ihr da einfacher dem einen oder anderen Angriff ausweichen als bisher. Ein Problem, das ich bisher noch im Nahkampf sehe, ist der Konterschuss. Ihr könnt ja nicht nur parieren, sondern ihr habt ja manchmal auch ein rotes Fadenkreuz auf dem Monster und könnt dann einen Konterschuss vollführen. Hier würde ich euch zu Vorsicht raten, besonders wenn euch viele Feinde umzingeln, denn der Konterschuss gibt euch quasi nicht so ein Unverwundbarkeitszeitfenster. Das heißt, während ihr etwas vollführt, wie eine Exekution, habt ihr die Unantastbarkeit, kann euch Schaden machen und euch irgendwie davon abbringen, eure Exekution zu vollführen. Problem ist aber, beim Konterschuss ist das Zeitfenster so minimal, dass ihr mega auf die Fresse kriegt, während ihr den Konterschuss macht, und dann dieses eine Rüstungsbröckelchen, was ihr da gewonnen habt, das wird euch sofort doppelt wieder weggekloppt, wenn ihr Pech habt. Und dann lohnt sich dieser Konterschuss manchmal leider wirklich nicht. Im Optionsmenü würde ich euch empfehlen, das Kamerawackeln auszuschalten. Ich würde mal davon ausgehen, dass euch das auch beim Zielen helfen könnte, dass ihr einfach besser mit dem Fadenkreuz unterwegs seid. Last but not least für die PC-Spieler ein Tipp von mir, wie ich es gemacht habe. Ich persönlich empfand die Standardeinstellung von der Steuerung nicht besonders gut. Ich habe versucht, eine Steuerung zu entwickeln, die in Richtung Shooter-Gameplay einfach zurückgeht von dem, was ich mich so erinnere. Das heißt, ich habe das Zielen, ich zeige es euch auch wahrscheinlich im Hintergrund, das Zielen auf die rechte Maustaste gelegt. Dann habe ich auf den linken Mausbutton das Schießen gelegt. Auf den zusätzlichen Mausbutton, den ich bei meinem Daumen habe, habe ich den Nahkampfangriff, und den zusätzlichen Mausbutton, den ich daneben noch habe, hier mache ich meinen Waffenwechsel. Und so habe ich einfach das zumindest mir gewohnte Shooter-Gameplay, die Shooter-Steuerung, die ich lieber mag, und ich komme mittlerweile ziemlich gut damit zurecht und habe das Gefühl, dass sich besonders der Waffenwechsel geschmeidiger anfühlt und ich nicht über das Mausrad alles irgendwie komplizierter machen muss und mit Anvisieren, Zielen, da. Und damit, meine Lieben, schließe ich heute das Video. Ich hoffe, es waren ein paar wichtige, interessante Tipps für euch dabei. Last but not least möchte ich euch natürlich herzlich einladen, figurenshop.com zu besuchen. Wir haben mittlerweile Chaos Space Marines dort. Wir haben einen Sorcerer Lord dort. Wir haben von den Grey Knights den Grandmaster Voldus. Wir haben einen Ultramarines Captain. Also ziemlich viele coole Figuren sind mittlerweile im Shop verfügbar, und falls ihr sowas möchtet, euer Gaming-Zimmer mal aufpimpen wollt oder so, schaut gerne bei mir im Shop vorbei. Beim Newsletter gibt es noch einen extra Rabatt für euch. Und in diesem Sinne, bis zu einem nächsten Video vielleicht. Haut weiter rein und macht es gut.